Hi, das ist der Anschluss von Familie Schell. Heute ist Dienstag, 11. September. Mein Dad sagte, die Welt so zu sehen wie ich sei eine Gabe. Dass ich anders sei als alle anderen Menschen. Wir spielten immer ein tolles Spiel, die Erkundungsexpedition. Ich sollte aus jedem Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts etwas mitbringen. Ich habe etwas aus jedem Jahrzehnt gefunden. So schnell. Du Einstein. Hör zu, ich bin in ungefähr 20 Minuten zu Hause. Hör mir zu, wir haben ein Fenster eingeschlagen, um Luft reinzulassen. Mir passiert nichts. Die Gebäude sind überall war Rauch. Wir haben versucht, uns zu retten, wo aber... Wo bist du? Im 106. Stock. Eine Maschine der American Airlines wurde entführt. Thomas, du hörst mir jetzt gut zu. Komm nach Hause. Ich habe gesehen, wie ein zweites Flugzeug... Ich schaff das schon. Ich versuche dich in ein paar Minuten nochmal anzurufen. Bitte rede weiter mit mir. Nach seinem Tod fand ich diesen Schlüssel in Dads Schrank. Er wollte, dass ich etwas finde. Die Hinweise natürlich. Was wollte Dad mir zeigen? Alles war unsinnig. Es wird nie einen Sinn haben, denn es ergibt keinen! Was wollte Dad mir beibringen? Sie kennen meinen Dad? Ist nicht jeder irgendwie merkwürdig? Ich möchte, dass Sie mit mir kommen. Zu alt. Alles in Ordnung? Zu jung. Zu einsam. Tut mir leid, ich weiß nichts über deinen Vater. Oder zu ängstlich. Was an ihm vermisst du? Seine Stimme, die sagt, dass er mich liebt. Er hat mir gesagt, ich liebe deine Mutter sehr. Sie ist fantastisch. Vielleicht sucht ja jeder irgendwas. Und denkst du, wir finden das Schloss? Ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Dad hat gesagt, manchmal müssen wir uns unseren Ängsten stellen. Das ist wirklich unglaublich. Es würde sich ja nicht lohnen. Was Einfaches zu suchen.